So, dann lass mal über UFC 276 reden, Digga. Also, ich habe ja gesagt, das ist eine der besten Fightcards, die ich je mitbekommen habe. Hab mir natürlich auch das Pay-Per-View gegönnt. Das war okay eigentlich. $80 hat das gekostet. Gibt auch ab und zu mal welche, die ein Huni kosten. Das ist meistens dann, wenn so wirkliche Big-Big-Player kämpfen, wie Conor McGregor zum Beispiel. Und ja, also es war auf jeden Fall eine spannende Fightcard. Der ganz große Wurf war es aber nicht, meiner Meinung nach. Es waren gute Fights dabei, aber der ganz, ganz große Wurf, denn das Ding hatte Potenzial, eine absolute Splittergranate an UFC-Fight Highlights zu werden, war es nicht, ne? Lass uns mal durchgehen. Wir räumen mal das Feld von hinten auf. Warte, ich will euch erstmal kurz zeigen, wo ich überhaupt geschaut habe. Für alle, die mir auf Instagram nicht folgen. Süß, ne? Sportsbar mit riesen Leinwand. Und da konnte man sich's gut gehen lassen. Ja? Da konnte man das eine oder andere Gerstensäftchen verzehren. Und da passt das, ja? Wie ist es dann, wenn man Pay-Per-View-Preisen, wenn man in eine Bar geht? In der Bar zahlst du Geld. Ja, also du zahlst Eintritt dann in die Bars, dann meistens so ein 10er oder ein 20. Ich bin, nach den Prelims bin ich dann aber gefahren halt, ja, weil ich das dann in Ruhe schauen wollte. Also ich habe die Maincard, habe ich sozusagen daheim geschaut. Jim Miller, Donut, Cowboy, Cerrone. Ja, was soll ich sagen, Digga, ja? Also ich habe auch diesen Fight mit Absicht nicht gesetzt, weil ich mir, erstmal konnte ich mir überhaupt nicht ausmalen, wie das Ganze hier ausgeht. Dachte mir aber, wahrscheinlich macht's Jim Miller. Und wollte aber nicht gegen Donald setzen, Alter. Ja, das fühlt sich irgendwie falsch an, Digga. Ich liebe den Bruder einfach. Ja. Donald Cerrone, absolute Legende. Aber halt leider seit, glaube, 5 Fights auf einem Losing Streak. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat direkt gemerkt, bei Donald, der will nicht mehr. Also habt ihr das Gefühl gehabt, dass er einmal im Kampf drin war? Digga, also auch bei den Exchanges. So im Standing, er sah nicht gut aus, Digga. Er sah nicht gut aus. Und dann in der zweiten Runde eine übertrieben geile Guillotine von Jim Miller eingeleitet und hat ihn dann gechoked, dass er getappt hat halt, ne? Und ja, danach ist dann das hier passiert. I'll be right back. Ja, die Zuschauer wissen schon, was passiert, ja, also Donald Cerrone, also immer wenn ein Fighter retired, also aufhört mit Kämpfen, seine Karriere beendet, dann zieht er seine Boxhandschuhe oder seine Gloves aus und legt die in die Mitte vom Octagon. Da muss ich schon sagen, da wurden mir kurz die Augen wässrig, ganz ehrlich, ja. Digga, der Bruder ist eine Legende. Er ist eine Legende. Und wisst ihr, was ich liebe an Donald Cerrone? Der hat nie Angst gehabt, irgendeinen Fight anzunehmen. Bei der UFC geht es auch viel um Politik. Es gibt viele Leute, die momentan zum Beispiel Khamzat Chimaev meiden, ja, die dann keinen Kampf mit ihm eingehen wollen. Zu Recht natürlich, ja. Also wie gesagt, ein Typ, der hat nur Killer gefightet fast, ja. Wahnsinn. You've had some beautiful moments inside this Octagon. Tell me what's going on right now. Voll geil, ja. In Las Vegas, Standing Ovation von der ganzen Halle, 20.000 Leute oder so. I don't love it anymore, Joe. It's hard for me. Das ist krass, ja. Krass, eine Aussage. Aber ich mag das auch an ihm. Der wirkt immer voll ehrlich, weißt du, der trägt sein Herz auf der Zunge. Er sagt einfach, ey, I don't love it anymore. Yeah. I used to love fighting, but I don't love it anymore. Und es ist eigentlich auch ein schönes Vorbild, was er hier ist gerade. Denn idealerweise machen wir doch in unserem Leben am liebsten das, was wir lieben. Ist doch klar, ja. Und wenn man das, was man liebt, auch irgendwann zu seinem Beruf machen kann, Bro, ist der Jackpot, ja. Aber Präferenzen und Gefühlswelten ändern sich ja auch, vor allen Dingen über so eine lange Zeit, ja. Wann war sein erster professioneller Fight, Digga? Lass das mal über 20 Jahre her sein, ja. Und wenn er dann einsieht, okay, es macht mir keinen Spaß mehr, dann heißt das nicht, dass sein Leben vorbei ist, sondern dass das nächste Kapitel beginnt. Und wenn er auch sieht, er gewinnt keine Fights mehr, das dann sich auch einzugestehen, dass man past seiner Prime ist, damit haben viele ein Problem. Ja? Auch im Deutschrap zum Beispiel. Ja? Der ein oder andere der ein oder andere Deutschrapper, der schon sehr, sehr weit hinter seiner Prime ist, hat ja auch damit so arge Probleme,
das Mic an den Nagel zu hängen und in Würde abzutreten. Going to be a movie star, baby, so, Das ist geil, das ist geil. Er sagt jetzt, na jetzt werde ich halt Movie-Star, ne? Ich drehe jetzt Filme und werde jetzt einfach der nächste The Rock oder der nächste John Cena. Feier ich, Digga, ja? Wünsche ich ihm auf jeden Fall viel Erfolg damit, Alter. It's time to bow out. I gotta know when... Überleg dir das mal, ja? 36, 46, 48, 55 Fights, ja? Fucking Christ, Alter. Er hat aber auch gesagt in einem Interview danach, egal ob er gewonnen oder verloren hätte, das wäre sein letzter Kampf gewesen, hat er sich fest vorgenommen. Weil, wie gesagt, das Training Camp, hat er ja auch gerade gesagt, war für ihn, er hat ihm keinen Spaß gemacht. Es war sehr, sehr nervig, es war sehr kräftezehrend. Er hatte Probleme damit, seinen Arsch hochzukriegen und so weiter. Und jetzt wird er sich eine Wampe wachsen lassen, auf seiner Ranch chillen, Bier saufen und mit seiner Family einfach eine schöne Zeit haben. Und ich hoffe, dass er auf jeden Fall durch seine zahlreichen Purses auf jeden Fall gut was zurückgelegt hat, um da halt auch nie wieder Geld sorgen haben zu müssen. Ne? Habt ihr schon mal ein amerikanischeres Bild gesehen? Ja? Marvin Texas hier im American Flag White Shirt im unteren rechten Bildrand. Dann Donald Cowboy Cerrone mit seinen zwei blonden Söhnen mit Cowboyhüten und einem Mundschutz in American Flag Farben, ja? Digga. Ronnie Clan! Main Card, erster Fight, Alter. Ich dachte mir, Mann, geil, es geht los! Es geht los! Jawohl, 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 UFC 276, Motherfucker! Und einer meiner aktuellen Lieblingsfighter, weil er einfach eine Rampensau ist und auch Superstar-Status, also Superstar-Potenzial hat, Sean O'Malley, betritt die Bühne, Alter. Pedro Munoz, Top 10 Ranking, Sean O'Malley, frisch gerankt auf Platz 13. Wenn er Pedro Munoz umflankt, dann ist Sean O'Malley in den Top 10. Das ist seine erste Riesen-Challenge gewesen. Haben wir ja drüber geredet. Ja. Digga, und ich gucke mir den Fight an, erste Runde, denke mir so, naja, ist noch ein bisschen antasten, aber Sean O'Malley mit den Leg-Checks, Bruder. Und ich muss dazu sagen, ich hab einen Huni gesetzt, aber in 10 verschiedenen Wettscheinen. Ja. Und auf 8 und auf 8 von diesen Wettscheinen war dieser Fight mit involviert. Da war zum Beispiel dabei Fight Goes the Distance oder Sean O'Malley gewinnt in Runde 3 durch TKO oder Sean O'Malley gewinnt. Was nicht dabei war, war, dass Pedro Munoz in der zweiten Runde den hier macht. Was passiert? Pedro Munoz hat von Sean O'Malley eine Hand ins Gesicht bekommen. Flache Hand, ja. Also jetzt nicht so hier mit dem Finger gezielt so, sondern so, ja. Und da war wohl ein Finger auf dem Auge. Pedro direkt attestiert und hat gesagt, ich kann nicht mehr sehen. Auf jeden Fall der Referee dann direkt den Arzt in den Ring geholt. Und der Arzt hat gesagt, ja komm, wir bringen dir ein Handtuch mit Wasser, kannst du mal dein Auge ein bisschen reiben und so weiter. Und dann hat er gefragt, kannst du sehen? Und er so, I only see black. Jetzt ist natürlich, ey Bro, man kann jetzt hier sagen, so oder so, ja. Ich will einfach mal Pedro den Benefit of Doubt geben. Aber es sah schon echt krass gestellt aus. Weil, wie gesagt, das war auch kein krasser Eye-Poke. Es war mehr so wie ein aufgelegter Finger, ja. Kommt drauf an, Digga. Ja, es kann ja sein. Kann sein, Digga. Aber es war halt auch so, dass der Gameplan von Pedro Munoz
gegen Sean O'Malley nicht aufgegangen ist. Der Gameplan war, Pedro Munhoz ist viel kleiner als Sean O'Malley. Also was machst du logischerweise? Du greifst erstmal die Beine an. Ja? Du greifst die Beine an, mit vielen Legkicks versuchst du die Beine zu much zu schlagen und dann gehst du auf den Body und versuchst entweder zu grappeln oder dann mit Uppercuts auch in die Fresse zu schlagen. Ja? Pedro hat das am Anfang versucht, hat aber so ziemlich jeden Kick gecheckt bekommen von Sean. Das heißt, also checken ist so, wenn du den abblockst, ja, wenn du den schon siehst und dann sozusagen da mit deinem Schienbein dagegen hältst oder sonst was. Und das schmerzt dann, ja, wenn so ein Check halt deinen Legkick blockiert. Und wenn du dann über diese Etappe nicht drüber hinauskommst, dann ist ja dein Gameplan eigentlich, kannst du ja eigentlich nur alles über Bord werfen und dann entweder gehst du komplett rein, all in und versuchst da irgendwie einen Knockout oder eine wilde Schlägerei draus zu machen oder versuchst einen No-Contest rauszuholen. Ne? Und das ist dann hier passiert. Also long story short, der Fight wurde dann in der zweiten Runde abgebrochen durch ein unintentional Foul. Und somit gilt das als No-Contest. Das heißt, weder Pedro noch Sean haben gewonnen. Und der Kampf ist einfach abgebrochen worden. So, das war wie gesagt, ey Digga, da sind schon 8 meiner 10 Wettscheine, haben sich schon in Staub aufgelöst. Dachte nur, scheiß Dreck, Alter, ja. Dann Robbie Lawler, Brian Barberina. Digga, Fight of the Night. Das kann man so stehen lassen. Ja. Die Brüder sind all in gegangen. Haben sich 2 Runden wirklich komplett die Fresse poliert. Man muss aber sagen, dann im Endeffekt hat Brian mehr Output gehabt und 8 meiner 10 Wettscheine, meine ich natürlich, ne? Genau, ja. Ja. Brian hat mehr Output gehabt und hat dann auch zum Schluss Robbie mit 3-4 miesen Bomben getroffen. Man darf auch nicht vergessen, Robbie Lawler, der ist 40, ja? Der ist 40 Jahre alt, Digga. Und sah sehr gut aus, finde ich, ja? Aber der sah gut aus in der ersten Runde, Digga. Ich fand, die erste Runde war auf Augenhöhe, Digga. Ja. Aber Barberina, Digga, der hat ja, Bruder, der hat eine Duracell-Batterie im Arsch gehabt, Alter. Ich glaube trotzdem, dass Lawler noch 1-2 Kämpfe in sich hat, Digga. Ich muss sagen, der hat bei Weitem eine bessere Figur gemacht als Donald. Ja, also Cerrone habe ich eigentlich auch schon nach dem letzten Kampf gesagt, dass der auch retiren sollte. Tony Ferguson finde ich auch deutlich näher am Retirement als Robbie Lawler. Robbie sah zum Beispiel gegen Nick Diaz auch sehr, sehr gut aus, ja, wo Nick Diaz natürlich auch merklich keinen Bock hatte. Also Nick Diaz soll nie wieder in den Octagon, ja. Nick Diaz soll nie wieder ins Octagon, Digga. Nee, Fight of the Night geht auf jeden Fall klar, Digga. Das ist safe. Und dann kommt der Fight, wo ich, sagen wir mal, in dem Sinne Lehrgeld bezahlt habe, dass ich nach Sympathie gesetzt habe. Ich habe es eigentlich tief drinne in mir, habe ich es ja eigentlich gewusst. Ja. Alex Pereira ist jemand, der den reigning Middleweight Champion Izzy schon 2-mal im Kickboxen, in einer anderen Promotion logischerweise und vor Ewigkeiten, aber trotzdem besiegt hat. Ja. Er ist einfach ein Monster. Der ist einfach ein Killer. Sean wirkt so, als ob er halt dieses eine unorthodoxe immer geradeaus auf den Gegner zugehen und dann mit den Stiff Jabs da langsam Damage machen. Das hat er sehr, sehr gut drauf, aber ansonsten halt nichts. Alex Pereira ist jemand, der krassen Fighter-Q hat und hier auch wusste, okay, wenn ich den jetzt hier wegzimmer, dann kriege ich einen Title-Fight. Man muss dazu auch sagen, Respekt an Sean Strickland. Sean Strickland ist viertgerankter in der Middleweight Top 15. Alex Pereira ist unranked. Das ist eigentlich sehr, sehr unüblich, dass Fighter in den, ja, eigentlich in den Top 10, nicht nur Top 5, jemanden akzeptieren als Gegner, der überhaupt nicht gerankt ist. Ja, ist natürlich, wenn du da verlierst, ist natürlich scheiße für dein Ranking. Ne? Das heißt, Sean Strickland wird 1-2 Plätze jetzt nach unten fallen. Alex Pereira dürfte jetzt eigentlich den vierten Rank kriegen und damit dann halt auch möglicherweise als nächstes den Title Fight gegen Izzy. Also Sean Strickland hier einfach geradeaus auf Alex Pereira zugegangen mit seinen Jabs. Ja, die funktionieren meistens gut, aber Alex hat einfach links drumrum, ne, ihm eine miese Bombe gegeben und dass der wie ein Sniper ist, Alex Pereira, hat man daran gesehen, dass er
Während Sean Strickland langsam unbewusst zu Boden gefallen ist, hat er ihm nochmal zwei Bomben gegeben. Im Fall. Habt ihr das gesehen, Alter? Digga, ich dachte, was ist denn da los, Alter? Wie schnell kann man sein, ja? Sean Strickland hat sich dann auch direkt aus der Dusche zu Wort gemeldet. Da hören wir auch nochmal kurz rein. Das geht nur eine Minute. Well, that sucked. It, you never want to be someone's highlight, but... Well, that sucked. Ja. Ja. Mhm. Das ist natürlich assi, ja? Das ist jetzt... Der ist all over the Internet, nachdem der auch so krasse Ansagen gemacht hat in der Press-Conference. Und ist jetzt... Somebody else's highlight reel, ne? You never want to be someone's highlight, but that's a game we play. You know, I tried to stand bang with one of the best kickboxers. The shitty part about it was, you know, during the round, I kept thinking, man, this is going to be an easy fight. I see. Der ist auch so offen ehrlich, ja? Er sagt, oh, das funktioniert ja ganz gut eigentlich, ja? Mhm. Oh, das ist ja einfach, Alter, ja? Ich muss ja einfach nur zentral auf ihn zulaufen und den schlagen und dann BOOM! Hat es auf einmal gescheppert. Und er lag da, ja? Da lag er da, Sean Strickland im Beast-Modus. Suppressing, I'm gonna go fucking be sad for a while. And fans, thank you for supporting me. On to the next one. Time to climb up the ladder again. Jo, ne? Kurz und schmerzhaft. Klar, sehr ist traurig und so weiter, aber es ist cool, dass er sich direkt auch Statement droppt. Ganz nice eigentlich, ne? So, dann geht's weiter. Alex Volkanovski gegen Max Holloway. Digga, da hab ich mich ja tot diskutiert in den DMs, Junge. Oh, Alter, hatte ich da wieder Leute mit drinne. Oh, Max, der ist in der Form seines Lebens. Der zweite Fight, der war so knapp. Max Holloway wird das gewinnen. Dies, das, bla bla bla. Ja, Bruder. Und was ist passiert? Ich hab doch gesagt, Volkanovski ist momentan für mich nicht nur der beste Featherweight Fighter, sondern der beste UFC-Fighter. Also er macht einen noch perfekteren Eindruck als Usman momentan. Digga. Digga. Und ich find's zum Kotzen, dass der immer ausgebuht wird. Ist euch das aufgefallen, ja? Immer wenn er gegen einen Ami kämpft, wird der ausgebuht, weil der kommt halt aus Australien. Das finde ich mal scheiße bei den Amis. Ganz ehrlich, Digga, ja? Der geht gut damit um, ja, auf jeden Fall, ja. Er adressiert das auch, finde ich auch gut, ja. Ja, Max ist natürlich auch ein Fan-Favorite, ja, das stimmt natürlich auch. Aber selbst so bei anderen Fights, ja, bekommst du das mehr oder weniger. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger mit, dass Volkanovski ausgebuht wird. Finde ich zum Kotzen, Alter, ja. Der Mann hat einfach über die letzten Jahre mega Gas gegeben, ist, glaube ich, mit Izzy zusammen der aktivste Champion. Wie oft hat er in den letzten 12 Monaten gekämpft? Oder in den letzten 9? 3-mal, oder? Volk. Brian Ortega, Korean Zombie und Max Holloway. Das waren 3. 3-mal hat er sein Title verteidigt in 9 Monaten. Das macht kein anderer. Der ist aktiv as fuck, Alter. Und hat auch gesagt, der will so aktiv bleiben, Digga. Gegen Ortega war eine Meisterleistung, ja. Wieder der aus den Guillotinen rausgeslidet ist, Digga. Das muss so frustrierend sein, ja. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich... Alle 5 Runden, fand ich, gingen an Volkanovski. Das war 50-45, Digga. Ich glaube, ein Judge hat 49-46 gesagt, aber ich finde, das kann man gar nicht. Welche Runde sollst du denn da an Max Holloway geben, Digga? Ja. Bruder, ja, das war 5-0. Das war eine absolute Machtdemonstration. Max Holloway ist nicht mal geblieben, um noch ein Post-Fight-Interview zu geben. Der hat den zerstört, Digga. Der hat den zerstört und der hat auch alle Leute zerstört, die gesagt haben, Max hat den zweiten Kampf gewonnen, bla 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 bla. Ja. Holloway wurde deklassiert, safe. Und Holloway ist ein starker Fighter. Aber er hat kein Land gesehen. Kein Land gesehen, ja. Kein Land gesehen, Digga. Es war der Wahnsinn. Und dann, wann war das? Nach der zweiten Runde? Nach der zweiten Runde, ne? Dieser übertrieben, ekelhafte Cut, ja? Digga, Alex hat ihm mit der Faust gegen die Augenbraue geschlagen, ja? Und da ist wirklich, also Leute, ich will es euch nicht zeigen hier, weil das ist, glaube ich, auch nicht erlaubt, Alter. Digga, das war so ein Oschi hier, ja? Das alles offen, ein langer Cut hier. Und der ist so richtig aufgeklappt. Da drin hättest du deinen Autoschlüssel verstecken können, Digga. Ja. Und ich meine, Digga,
ihr wisst selber, wie es ist, wenn ihr euch schon mal ein paar Mal UFC-Fights geschaut habt, ja, da gibt es dann halt die Cut-Leute, ja, die das Ding provisorisch schließen müssen. Und dann kommen die dann immer mit ihren Wattestäbchen und stechen da rein. Alter, ich denke mir so. Oh, scheiße, Digga. Ja. Oh, fuck, Alter. Ja. Widerlich, ja. Und dann siehst du deinen Max dann da sitzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Auch ein absoluter Warrior, Alter. Ja, das muss man sagen, Digga, ja. Also nichts als Respekt für Max, aber hat halt kein Land gesehen gegen Volkanovski. Wie geht es jetzt weiter für Alexander Volkanovski? Also, Leute, sind wir mal ganz ehrlich. Bruder, das, also ich, hier, das sind die Rankings, ja, in den verschiedenen Gewichtsgruppen. Das hier Pound for Pound. Volkanovski auf 2, Usman auf 1. Ich finde, das sollte geswitcht werden. Weil, wie gesagt, der Bruder ist der aktivste Champ und auch für mich der perfekteste Fighter momentan. Und jetzt ist das hier Featherweight, ja, Alexander Volkanovski. Max Holloway, Brian Ortega sind die zwei stärksten in dieser Gewichtsklasse. Und die hat er weggeballert. Volkanovski gegen Holloway, win. Gegen Korean Zombie, win. Das war im September, ja, der hat jetzt seit 25. September 2021 hat er dreimal gekämpft, Digga. Das ist unglaublich für einen Champ, ja. Win. Dann Holloway, win. Holloway, win. Jose Aldo, win. Ja. Gegen Chad Mendes, win. Elkins, win. 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 Win 2016, ja. Also, was ich damit sagen möchte, der hat diese ganze Division hat er geschlachtet, ja. Der hat die gesamte Division geschlachtet. Und jetzt ist halt die Frage, bleibt er im Featherweight oder geht er eine Klasse hoch? Also Leute, was sagt denn ihr? Ich fände es super spannend, wenn Alex hochgeht zum Lightweight, Digga. Da ist ja gerade ein vacant Title. Charles Oliveira wird für diesen Title kämpfen. Alles andere wäre gottlos unfair. Bei ihm wurde der Titel weggenommen wegen 500 Gramm Übergewicht beim Weigh-In. Diese kleinen, nein, Digga, ja, der ist klein, aber der ist giftig, der ist wie ein fucking Pitbull. Hast du den Fight gegen Brian Ortega gesehen? Brian Ortega ist ein Kopf größer als er. Max Holloway ist auch, glaube ich, fast ein Kopf größer als er, Digga. Keine Ahnung, der macht Sidesteps vor, links, zurück, ja. 5'6, Holloway ist 5'11, genau. Und hast du gesehen, wie er Holloway gestern deklassiert hat? Ja, also das, wie gesagt, unfassbarer Fight. Dann kommen wir zum Main Fight. Ich fand, der Fight ist genauso gewesen wie erwartet. Und ich habe übrigens bei Izzy gegen Jared und bei Alex gegen Max habe ich zweimal drauf gesetzt, dass das, dass die über die komplette Laufzeit gehen. Das war mir klar. Das war klar, Digga. Also bei dem Fight sogar noch klarer als bei dem hier. Ja. Jared hat sich sehr nervös angefühlt. Ich glaube, der ist nicht gemacht für das Riesenrampenlicht, Digga. Der ist auch ein bisschen geknickt aus dem Octagon dann rausgegangen. Aber Izzy ist jemand, der ist halt lang. Ne? Der ist extrem lang für diese Gewichtsklasse. Wie eine Spinne kann er dich mit seinen langen Fühlern auf Abstand halten. Und hat halt auch einen guten Stiff Jab und alles drum und dran. Aber es war kein spektakulärer Fight. Ich muss sagen, der letzte richtig coole Izzy-Fight war der gegen Jan Blachowicz. Ne? Der war geil, Digga. Und der war vielleicht auch nur deswegen so geil, weil Izzy da verloren hat, ne? Und Izzy auch mal zu Boden getreckt wurde, ja? Ja. Schade, ne? Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Izzy ist momentan highest paid UFC-Fighter, ne? Abgesehen von Conor natürlich. Aber ich glaube, Izzy ist ein neuer Vertrag. Die haben richtig in ihn reingebuttert. Ne? Und ich finde, nochmal, ja, das haben wir auch schon bei der Press-Conference gesagt, ich finde, Izzy ist overpaid und overrated. Der ist nicht der Star, den die UFC gerne in ihm sieht. Ich mag ihn, überragender Fighter, auch ein cooler Typ und so weiter, aber nee, der ist nicht der Nächste. Der ist nicht der Nächste, Digga. Der ist nicht der nächste Conor. Die brauchen einen neuen Conor, ja, weil Conor nicht ewig am Start ist. Und die wollen Izzy als nächsten Conor. Aber er ist nicht der nächste Conor, Digga. Das sage ich. Das sage ich, wie es ist. Undertaker Entrance war lustig, ja, fand ich cool, ja, auf jeden Fall. Aber einen besseren haben sie nicht. Naja, das ist halt das Ding, ja. Das Talent in the Making.
Ich muss sagen, es gibt viele sehr, sehr unterhaltsame Dudes auf jeden Fall in der UFC momentan. Aber das war doch ein Snoozefest sondergleichen, Digga. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Charles ist der neue. Charles wäre der neue, wenn er Englisch lernt, Digga. Wie gesagt, das ist jetzt von mir kein, Cringe-Gelaber, sowas, aber das einfach Business-Move-mäßig wäre das Gold wert. Ja. Sean O'Malley könnte der neue sein. Paddy Pimblett könnte auch der neue sein, genau. Ja. Ja. Aber Paddy muss auch noch mal einen richtigen Killer vor die Fresse bekommen. Ich meine, das habt ihr gesehen bei Khamzat Chimaev, ne? Der galt ja als unzerstörbar. Dann stand er vor Gilbert Burns und es war ein super close Fight, Alter. Wo viele auch gesagt haben, ey, eigentlich hat Gilbert das gewonnen. Ja. Hm. Strickland hätte Potenzial dazu, ja. Und wie gesagt, ey, Bro, ich finde das vollkommen okay, dass Strickland verloren hat. Das ist nicht das Ende. Das ist absolut nicht das Ende, Digga. Der wird zurückkommen, der wird auf jeden Fall an seiner Technik arbeiten und dann passt das, ja. Ansonsten, TJ Dillashaw ist auch cool, ist eine coole Socke, ich mag den Bruder, ja. Ich glaube, der ist, glaube ich, auch eingeloggt jetzt, ne, gegen Sterling, kann das sein? Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, da nur was gehört. Und überleg mal, Max Holloway ist auch Pound for Pound ranked und er hat einfach, Volk hat einfach gegen einen Pound for Pound Number 6 Fighter dreimal gewonnen und beim dritten Mal am allerheftigsten, ne. Bin komplett neu in dem Thema, aber finde es echt interessant und cool, welche Seite verfolgt man, um da die besten Infos zu bekommen. Ich würde dir wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde dir die offiziellen Outlets empfehlen. Ja? UFC.com ist eine sehr, sehr gute Seite. Hier werden die Rankings auch jeden Dienstag oder Mittwoch ist das, ne? Geupdatet und dann auch die UFC, dann auch der UFC YouTube-Kanal. Der ist von Press-Conferences bis Training-Vlogs bis Free-Fights, alles geil, ja, alles geil. Also die offiziellen UFC-Social-Media-Präsenzen, da kannst du nichts falsch mitmachen. Ne? Bisping-Podcast auch geil, ja, Chael Sonnen-Kanal, Ariel Helwani, ja. Genau. Und natürlich den Marvin Texas Twitch-Kanal.